sechsten Kapitel bei Johannes nehmen die Ereignisse ihren Lauf. Beim letzten Mal haben wir gehört, wie Jesus die 5000 Männer gespeist hat. Er hat sie satt gemacht mit den Gerstenbroten und den zwei Fischen, die ein kleiner Junge bei sich hatte. Welch eine Erfahrung ist das? Die müssen wir noch einmal ganz an uns heranholen. Da ist einer, der eine solche Menge satt machen kann. Die denken ja nicht nur darüber nach, sondern sie fühlen es in ihrem Bauch. Sie sind satt. Ist das nicht etwas Großartiges? Ja, einige sagen sogar, das ist das Entscheidende. Und was macht Jesus? Er zieht sich zurück. Einige Handschriften schreiben sogar, er flieht. Er spürt, so hat unser Evangelium am letzten Sonntag aufgehört, dass sie kommen wollen, um ihn zum König zu machen. Wie verständlich ist das? Würden wir nicht ähnlich handeln? Sind wir nicht wie diese 5000 zu sagen, da ist endlich einer, der die Probleme löst? Da ist endlich einer, der die Menschen satt machen kann. Die Hungerprobleme dieser Welt sind gelöst. Wir haben einen, der kann Brot vermehren. Der legt Brot auf. Aus nichts, aus fast nichts. So viel ist immer noch da. Und wenn es demnächst 10 Milliarden sind oder noch mehr, er kann sie satt machen. Ist das nicht verständlich? Dass Menschen sich danach sehnen, dass wir uns danach sehnen, dass da einer ist, der unsere Probleme löst. Unser Flüchtlingsproblem. Tausende, Abertausende, die unsere Grenzen überrennen, weil man hier satt wird. Weil man hier besser lebt. Ist das nicht verständlich? Und da ist einer, der könnte es lösen. Vielleicht sogar, wie unsere Politiker träumen, vor Ort lösen. Da brauchen sie gar nicht herzukommen. Das ist natürlich die vornehmste Lösung. Also, wer will diesen 5000 verdenken, dass sie sich wie verrückt auf den Weg machen, rund um diesen See von Tiberias laufen, um ihn zu finden? Ihn, der vor ihnen flieht. Was ist das für einer, der sich dem entzieht, der es kann und nicht tut? Als sie ihn dann endlich finden, entsteht ein Dialog. Und es ist nicht einfach so, dass man aneinander vorbeiredet. Vielleicht ist diese Eröffnungsfrage der Menschen eine Verlegenheit. Wann bist du hierher gekommen? Besser übersetzt hieß es, wie bist du hierher gekommen? Und dann sagt Jesus ihnen das auf den Kopf zu, worüber wir gerade nachgedacht haben. Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern ihr seid satt geworden. Jesus sagt es als Feststellung, er sagt es noch nicht einmal als Vorwurf. Seine Feststellung, ihr seid satt geworden, deshalb sucht ihr mich. Und dann steht dort ein Wort im Griechischen, das hinterher in der Frage wieder aufgenommen wird. Arbeitet nicht, bemüht euch nicht um verderbliche Speise, dass der Bauch satt wird. Es gibt mehr. Menschliches Leben ist mehr. Der Mensch will mehr, als dass er satt ist. Sein Gott ist nicht der Bauch. Was müssen wir denn dann tun? Wie soll denn unser Bemühen aussehen? Das ist das gleiche Wort, das in dieser Frage wieder auftaucht. Es kommt in unserer Übersetzung, geht das leider verloren und man hat den Eindruck, die reden komplett aneinander vorbei. Es ist schwierig, zueinander zu finden in dieser Situation. Für die 5000 damals und das, worüber Jesus spricht, nämlich über sich selbst, über seine Sendung, über seine Herkunft, wer er ist, wie er ist und dem, was die 5000 wollen, was ihnen vor Augen steht. Der große Augustinus ist immer gut für ein treffendes Wort. Wenn man Und zu diesem Kapitel 6 gibt es unendlich viele Kommentarstellen. Ganz unterschiedlich werden die Hintergründe ausgeleuchtet. Alles ist sehr interessant.
Ich habe viel gelesen zu diesem Kapitel, um zu überlegen, was kann denn treffend sein. Aber ich fand nichts Besseres als den Satz des Augustinus. Der sagt, kaum einmal wird Jesus um Jesu selbst willen gesucht. Legt das nicht das Problem der 5000 und auch unser Problem offen? Und entstehen dadurch nicht noch einmal viel mehr Fragen, auch bei uns selber, als dass wir vielleicht heute Morgen mit Antworten nach Hause gehen könnten? Wir kennen diese Sätze alle. Und sie sind uns wichtig, wenn wir sagen, Jesus ist das Brot des Lebens. Wir feiern das in jeder Messe, indem wir dieses Brot des Lebens empfangen. Aber wir sollten vielleicht einen Schritt zurückgehen und diese Fragestellung des Augustinus an uns heranlassen. Weshalb sind wir hier? Was wollen wir von Jesus? Wir sind alle hier, ich denke, ich überfahre da niemanden, mit unseren Anliegen, mit unseren großen Sorgen, mit unseren kleinen Sorgen, mit unserem Kummer. Wir tragen alle etwas vor ihn hin und sagen, gib uns dieses Brot. Das ist etwas, was ich zum Leben brauche. Und vielleicht gar nicht so sehr materiell, aber vielleicht auch das. Gib uns das. Wir kommen alle mit einer Bitte. Aber kommen wir an irgendeinem Punkt unseres Daseins mit irgendeiner Phase um seiner selbst willen? Wir könnten auch sagen, lieben wir Jesus wirklich? Oder laufen wir ihm nur ohne nach überall hin, auch in die Kirche und wieder raus, weil wir etwas von ihm wollen, weil er uns etwas geben soll? Kaum einmal wird Jesus um seiner selbst willen geliebt, sagt Augustinus. Er führt einige Beispiele an, so wie das damals war. Man will eine Stellung haben, da geht man zum Klerus, die sind einflussreich und die können helfen. Jeder hat so irgendwie sein Anliegen. Auch wenn sich das inzwischen natürlich geändert hat. Wir leben nicht mehr in den Zeiten des Augustinus. Aber zu schauen, ehrlich zu schauen, was sind meine Anliegen? Was trage ich Jesus vor? Aber geht es mir dahinter auch um ihn selber? Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Dass ihr den annehmt. Dass ihr von ihm lernt, auf ihn hört. Von ihm denken lernt. Seine Worte lieben lernt. Und in seinen Worten ihn selber. Und darin erfahrt, dass man davon leben kann. Wer mich isst, wird nie mehr Hunger haben. Und wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten.